Moin, liebe Fußballfreunde da draußen und damit ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Fußballprognose. Ihr seht's richtig, wir tippen die Europa League. Es würde in dem Sinne kein Tippspiel sein, dass ich irgendwie alleine hier sitze und Spieltag 1 bis 6 irgendwie tipp. Nein, das würde es nicht geben. Ich werde die Gruppenphase tippen, aber mit einem Rechner, wo man natürlich die Ergebnisse eintragen muss. Das heißt, ich tippe natürlich die Spiele und daraus ergibt sich eine Tabelle. Wenn ich aber denke, dass eine Mannschaft für mich vor einer anderen steht, werde ich demzufolge so die Tabelle tippen. Ja, so sieht es in dem Sinne aus. Natürlich sitze ich hier mit einem bestimmten Trikot. Ich weine immer noch innerlich, muss ich zugeben. Ich war sehr traurig, als Eindhoven zu Hause gegen die Rangers verloren hat. Wenn ich mir die Rangers-Gruppe angucke, da hätte Eindhoven nicht landen können. Wäre Eindhoven in der Gruppe, ich sag's so wie es ist, in der Gruppe mit Frankfurt gelandet. Es wäre eine machbare Gruppe gewesen. Wäre. Die Betonung liegt auf wäre. Leider ist es nur die Europa League. Eindhoven hat leider das Problem irgendwie, dass die echt noch kein Spiel in dieser Saison zu null irgendwie gewinnen konnten. Und dabei haben die auch echt hohe Siege eingefahren, so wie jetzt am letzten Spieltag auch. Aber naja, leider hat es aber für die Champions League nicht gereicht. Also, demzufolge. Ich werde es so machen. Ich werde jetzt erst alle Gruppen tippen und dann gehen wir alles durch, weil ich habe hier noch keine Ergebnisse stehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, ich habe tatsächlich jetzt getippt und ja, ich bin zu einem Ergebnis gekommen. Ich habe alle Gruppen getippt. Ich glaube, lass mich hier nur so kurz durchgehen. D, E, F, E, H. Also ich kann sagen, vor den Gruppenersten ist für mich nur eine Mannschaft irgendwie, frag mich nicht warum, nur eine Mannschaft hat bei mir 18 Punkte. Ein paar aber 16. Nun denn, wir fangen mit Gruppe A an. Gruppe A wurde gelost und ich war ja nicht gerade so erfreut darüber, muss ich zugeben. Arsenal wurde zusammengelost mit PSV Eindhoven oder der PSV Eindhoven, FK Bodo Glimt und den FC Zürich. Eindhoven und Bodo Glimt sind ja beide in der Champions League Playoff gescheitert. Eindhoven gegen die Rangers und Bodo Glimt gegen Zagreb, glaube ich, dürfte es ja gewesen sein. Ich hoffe, das war jetzt gegen Zagreb. Nicht, dass ich jetzt hier schon in ein Fettnäpfchen trete. Lass mich hier nochmal kurz gucken. Champions League Quali. Genau, gegen Dinamo Zagreb. Ja, ich habe die Spiele getippt und komme auf folgendes Ergebnis. Auf dieses hier. Arsenal ist für mich aktuell sehr stark. Sehr stark in der Liga. Ich glaube, dass Arsenal sogar die 18 Punkte holen könnte. Ich habe tatsächlich einmal ein Unentschieden getippt. Und ja, ich sag's einfach so, wie es ist. Arsenal ist, glaube ich, sogar echt ein Favorit auf den Titel. Ach ja, hier nochmal der Hinweis, mein Fenster ist auf, hier direkt neben mir. Nur damit ich es fest. Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe. Arsenal wird für mich die Saison sehr gefährlich. Klar, die werden auch Spiele verlieren. Ich glaube aber so ein bisschen, dass es nicht so sein wird wie letzte Saison. Nicht hinsichtlich international. Letzte Saison hat man ja gar nicht international mitgespielt. Aber man hat ja in der Rückrunde nachgelassen. Also Arsenal, so. Und ich glaube, insgesamt werden sie in dieser Saison sehr konstant spielen. Die werden sehr gefährlich um die Meisterschaft auch mitspielen. Also Man City und Liverpool und Co. da oben sollten in der Premier League echt, echt aufpassen. In der Europa League sind die auf jeden Fall für mich mit einer der größten Favoriten auf den Titel. Eindhoven tippe ich natürlich auf Platz 2. Nicht nur, weil ich Fan von Eindhoven bin. Gegen Zürich, denke ich, sind 6 Punkte für Eindhoven drinne. Gegen Arsenal, das war tatsächlich das eine Unentschieden für Eindhoven zu Hause. Ein bisschen vielleicht mit Wunschdenken. Da denke ich mir, das wird so passieren. Kann gut sein, dass tatsächlich das Eindhoven auch einmal, so wie ich es getippt habe, gegen Bodo Glimt
unentschieden spielen wird, auswärts. Zu Hause ist Eindhoven eigentlich stärker als auswärts. Klar, in den Playoff-Spielen jetzt der Champions League hat man es nicht gesehen, da war es eher umgekehrt. Aber das wäre jetzt zum Beispiel meine Prognose für Gruppe A. So, da mache ich das hier kurz weg. Und gehe für mich hier schon zur Gruppe GB und sage jetzt mal, wie ausgelost wurde. Denn in Lostopf 1 war, stimmt, da könnte ich ja eher eine andere Seite öffnen, weil da muss ich hier nicht immer hoch scrollen. So. Aha. Da haben wir es doch. Genau, in Gruppe B ist es so, da wurde Dynamo Kiew als Lostopf 1 gelost, sind in den Champions League. Ja, ist doch gut da draußen. Mein Gott. Sind die gescheitert gegen Benfica. Ist da drin Fenerbahce und AEK Larnaca. Larnaca, ein Verein. Ich dachte, ich hätte es vorbereitet. Tatsächlich habe ich die vergessen, sehe ich gerade. Vielleicht kann ich mir das gerade selbst ableiten. Wo spielt Larnaca? Leute, ist doch gut. Larnaca, ist es... Alter, ich kriege hier gerade die Krise. Ja, genau, es ist Zypern. Jedenfalls, die kamen in eine Gruppe und das kam bei mir als Tipp heraus. Ich glaube, Fenerbahce wird Erster. Und ist da drin Zweiter, Kiew Dritter, Larnaca Vierter. Also Larnaca ist hier auf jeden Fall der Underdog. Und kämpfen, und ich sag's so, wie es ist, mit Kiew eher um Platz 3 und 4. Letzte Saison in einer Gruppe war Kiew mit Benfica auch, Barcelona und Bayern. Da wurde man mit Ach und Krach in der Champions League Letzter. Das Ding ist, und das muss man leider so sagen, ich würde Kiew gerne so auf oder so im Kampf um Platz 2 mit einmischen. Das Problem ist aber meiner Meinung nach, dass da natürlich so, naja, die Spieler und Vereine können da natürlich nicht so ruhig spielen. Wir wissen, es ist Krieg in der Ukraine. Kiew, Dynamo Kiew, das ist eben ein Verein aus der Ukraine. Die spielen natürlich nicht in der Ukraine selbst. Ich glaube, dass Kiew eher so da unten mitspielen wird. Ich glaube, Fena und Stadren werden die Plätze um sich ausmachen. Stadren ist sowieso eine Talente-Spiele. TL wurde ja verkauft. Kamavinga auch in der letzten Saison ja schon an Real Madrid. TL ja jetzt ja an Bayern. Ich glaube, dieser Verein wird eine gute Entwicklung machen, wird weiterkommen. Fena ist aber für mich hier eher Favorit auf Platz 1. Ich habe eine Niederlage getippt, wenn sie in Rennes tatsächlich spielen. Aber das wäre jetzt hier meine Prognose für Gruppe B. So, in Gruppe C, da haben wir tatsächlich AS Rom, dann haben wir Betis Sevilla. Das hier ist nicht die Reihenfolge, wie ich finde, wie es gelost wurde, oder? Muss man eben hier ganz kurz gucken. So, das hier dürfte doch richtig sein. Doch, oh doch, das ist doch die richtige Reihenfolge. Okay, krass. AS Rom ist in einer Gruppe mit Ludogorets Razgrad. Bulgarischer Verein, genau. Real Betis Sevilla oder Real Betis Balompié und HJK Helsinki. Also einem finnischen Verein. Ja. Und meine Prognose sieht da wie folgt aus. AS Rom, auch hier Hand für ins Feuer legen. Beide Vereine für mich sehr gefährlich in dieser Europa League-Saison. AS Rom, amtierender und erstmaliger Sieger der Conference League. Gegen Feyenoord hat man das Finale knapp 1-0 gewonnen, aber man hat es gewonnen. Und ich glaube schon, dass tatsächlich AS Rom, Arsenal, Betis Sevilla und später noch ein vierter Verein, das sind so, ist vielleicht noch so ein
Underdog, sag ich mal, vielleicht eher, für mich um die Europa League mitspielen. Razgrad wird für mich eher Dritter. Die werden die beiden Spiele gegen Helsinki gewinnen, wie ihr seht. Aber Helsinki wird für mich Letzter. Auch in der Liga läuft es jetzt nicht in dem Sinne so rund, habe ich gelesen. Von daher, ja, das wäre mein Tipp für Gruppe C. So, und bevor wir zur nächsten Gruppe kommen, muss ich mal ein bisschen zaubern. Da bin ich. Ja, ihr seht, ich kannte mal wieder zaubern. Habt ihr auch schon, denke ich, in der Champions League-Prognose gesehen? Ja, wir kommen zu Gruppe D und damit die erste deutsche Beteiligung. Ein Verein, von dem man in den letzten Jahren einfach Fan sein muss. Sympathischer Verein, vor allem sympathischer Trainer mit Urs Fischer. Wir reden über Union, die haben sich erstmalig für die Europa League qualifiziert. Hammer Saison, die waren sehr nah dran, sogar ja auch an der Champions League. Und ich sag's dir nochmal, Union wird underrated. Die spielen jetzt am Wochenende gegen Bayern, das wird ein sehr heißes Duell. Ich freue mich sehr darauf, dieses Spiel schon zu sehen. Aber Union habe ich auf Platz 4 am Ende der Saison getippt. Ich sag's so, wie es ist. Champions League ist allemal möglich für diesen Verein. Ja, die wurden zugelost in eine Gruppe mit Tabellenkopf Braga, Malmö und mit Union Saint-Gilloise oder Gillois. Ich denke, das wird ja französisch ausgesprochen. Liegt ja in Belgien an der Grenze zu Frankreich. So entstand ja der Name des Vereins. Jedenfalls, und ja, ich habe hier die Gruppe getippt und Folgendes kam dabei heraus, nämlich das hier. Also, ich fange mal unten an. Union Saint-Gilloise, sehr überraschend. Ich weiß, ich hoffe, wenn ich es jetzt nicht hier vertausche, dass tatsächlich ja Vincent Kompany da ja Trainer ist, außer es hat sich da schon was verändert. Ich glaube eher, die werden mit Malmö um den Conference League Platz spielen. Malmö, für mich ein Verein, der auch meiner Champions League gut spielen kann. Man war letzte Saison, glaube ich, in einer Gruppe ja mit Juventus und Chelsea ja auf jeden Fall. Da wurde man ja, boah, Dritter oder Vierter, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber Braga und Union werden eher um Platz 1 und 2 spielen. Braga aktuell überragend in der portugiesischen Liga. Man hat jetzt zuletzt auch einen sehr hohen Sieg gefeiert. Braga spielt für mich einen sehr guten Fußball. Die sind eher Kandidat auf Platz 1. Union, finde ich, ist aber machbar, dass die Platz 2 werden. Ich denke schon, wie ich ja hier zum Beispiel gesagt habe, 3-2-1. Also ich glaube, Union wird gegen Union Saint-Gilloise beide Male siegen. Ich glaube aber, dass die tatsächlich einmal gegen Malmö unentschieden spielen. Ich glaube, ich habe auch einmal gegen Braga unentschieden und einmal eine Niederlage getippt, genau. Aber Braga für mich hier eher Favorit auf Platz 1. Das wäre aber meine Prognose. Kommen wir zur nächsten Gruppe. Und da sprechen wir über Gruppe E und das ist Manchester United aus England, Real Sociedad aus Spanien, Sheriff Tiraspol aus, jetzt muss ich überlegen, woher kommt nochmal Sheriff Tiraspol? Ja, Daniel, was ist MDA für eine Abkürzung? Tiraspol, Moldawien, genau, natürlich. Und Omonia Nicosia aus Zypern. Ja, das sind die Vereine. Und Folgendes kam für mich, ist doch mal gut, sag mal, was ist hier heute mit den Leuten los? Es tut mir echt leid. Selbst wenn das Fenster, glaube ich, zu wäre, würde man es hören. Ja, jedenfalls, das hier wäre meine Prognose. Manchester United, mal gucken, wie die sich in der Saison fangen. Man hat jetzt ja gegen Liverpool gewonnen, man hat am letzten Spieltag gewonnen. Gegen Southampton, knapp, aber auch nur 1-0. Man muss da erst in Fahrt kommen. Und wie ihr seht, 10 Gegentore für Man U. Für mich ist Man U noch nicht so gefestigt als Team. Die werden mit Real Sociedad um Platz 1 und 2 streiten. Und ich denke, Sheriff Tiraspol wird sich auf jeden Fall safe gegen Nicosia durchsetzen. Also genau in der Reihenfolge, wie die Teams gezogen wurden,
oder in welchem Lostopf die waren. Ich glaube, so wird es auch enden. Könnt mir vorstellen, dass Real Sociedad vielleicht auch sogar Erster wird. Meine Prognose ist aber das hier, vielleicht so das etwas realistischere. Aber ja, so sieht meine Prognose aktuell aus für Gruppe E. Kommen wir zu Gruppe F. Und bei Gruppe F sprechen wir über Lazio Rom, Feyenoord Rotterdam, Midland aus Dänemark und Sturm Graz aus Österreich. Die Österreicher Dritter, Midland aktuell eher kämpft um den Abstieg. Man ist nicht gut in die Saison gestartet, Feyenoord gut in die Saison gestartet und Lazio herausragend in die Saison gestartet. Man hat zuletzt gegen Inter auch gewonnen, 3-1 in der Liga. Fand ich sehr überraschend und ja, demzufolge meine Prognose folgendes. Ich hatte es ja gesagt, so in dem Sinne so ein Underdog oder so ein Undercover-Verein. Lazio ist für mich mit einer auch mit der Favoriten auf die Europa League. Man hat einen starken Kader. Wenn sich da jetzt nicht noch die nächsten Tage in dem Sinne was tut und dass man irgendwie noch einen herben Abgang hat, wird Lazio mit einem guten, gefestigten Kader spielen und angreifen. Gegen Feyenoord, glaube ich, ist es auf jeden Fall so, dass Feyenoord da eher das Nachsehen hat. So wie auch gegen AS Rom ja in der letzten Saison ja im Conference League Finale. Aber Feyenoord hat die Klasse und vor allem auch, finde ich, die Taktik und auch diese Offensivkraft, dass man sich gegen Sturm Graz und Midland durchsetzen wird. Sturm Graz wird für mich eben Platz 3 belegen. Letzte Saison wurde man Vierter in der Europa League in einer Gruppe mit Monaco, Real Sociedad und Eindhoven. Man hat beide Spiele. Das ist ja so echt das Kuriose. Eindhoven hat letzte Saison beide Spiele gegen Sturm Graz gewonnen, wurde aber nur Dritter. Und Sturm Graz hat sowohl gegen Monaco als auch gegen Real Sociedad beide Mal ein Unentschieden geschafft. Und diese beiden Vereine kommen weiter, aber Eindhoven nicht. Das muss mir mal jemand erklären. Egal. Das war die Vergangenheit. Aktuell spielt Eindhoven gut. Deswegen, ich bin positiv für die Saison aus Eindhovener Sicht. Aber so sieht meine Prognose zumindest aus in dieser Gruppe. Kommen wir zu Gruppe G. Und da sprechen wir über die nächste deutsche Beteiligung. Ich habe da leider kein Trikot von. Aber eben wegen Solidarität und Deutschland behalte ich natürlich das Trikot an. Wir sprechen über die Gruppe Olympiakos Piräus aus Griechenland. Karabakh. Aus, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Woher kommt Karabakh nochmal? Aserbaidschan? War es Aserbaidschan? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Wartet mal. Woher kommt nochmal Karabakh? Karabakh dürfte ja... Alter... Die Leute sind hier so... Ja, Aserbaidschan. Die Leute sind hier so behindert gerade auf den Straßen. Ey, das glaubt ihr nicht, ey. Aserbaidschan. Und eben... Freiburg und Nantes. Also Olympiakos nochmal. Karabakh aus Aserbaidschan. Freiburg und Nantes aus Frankreich. Das ist die Gruppe G. Auch hier natürlich wieder deutsche Beteiligung. Freiburg für mich sehr gut in die Saison gestartet. Richtig guter Start. Gegen Dortmund hat man verloren. Die anderen Spiele allesamt auch zu null gewonnen, muss man mal wohl sagen. Das ist stark. Und das hier ist meine Prognose. Obwohl Olympiakos Lostopf 1 ist, schätze ich sie nur auf Platz 3 ein. Karabakh wird für mich eine Außenseiterrolle spielen. Die könnten überraschen. Mal gucken. Ich schätze Freiburg so ein, dass die auch wie Union eher so um Platz 2 kämpfen. Denn für mich ist in dem Sinne vielleicht so ein kleiner auch Geheimfavorit auf den Titel oder zumindest, dass ich die auch sehr weit schätze im Turnier, der FC Nantes. Nicht zuletzt hatte man ja auch Kolo Muani noch im Team, den man ja an Frankfurt abgegeben hat, ablösefrei. Aber man hat auch insgesamt ein herausragendes Team. Man ist Pokalsieger. Man hat Alban Lafont im Tor, den ich unglaublich stark finde auf der Linie.
Ich finde tatsächlich mit so einer der besten Keeper, würde ich sogar sagen, in der Ligue 1. Und deswegen glaube ich eher, dass die so eher auf Platz 1 landen als Freiburg, Piräus oder Karabakh. Freiburg wird eher so um Platz 2 und 3 kämpfen, aber mit dem glücklicheren Ende, dass die dann Zweiter werden. Ich bin aber ehrlich, wenn, und ich müsste eine Wette eingehen, wer wird für mich eher Erster, Union oder Freiburg, würde ich, glaube ich, eher auf Freiburg tippen, weil Braga für mich stärker als Gegner ist als Nantes. Braga ist vielleicht eher noch so ein Geheimfavorit, muss man ja sagen. Aber okay, das war diese Gruppe. Und dann kommen wir zur letzten Gruppe, zu Gruppe H mit Roter Stern Belgrad aus Serbien. AS Monaco, Ferencváros aus Ungarn und Trabzonspor. Ja, das sind die Mannschaften in Gruppe H. Und das hier ist meine Prognose. Roter Stern Belgrad, vor einigen Jahren noch sehr überraschend in der Champions League. Sie kamen tolle Spiele hingelegt. Für mich ein bisschen abgebaut die letzten Jahre in dem Sinne. Ich glaube, obwohl die Lostopf 1 sind, ich glaube eher, die werden Letzter. Sagt mir einfach nur so ein Gefühl. Ferencváros, das spielt, boah, was habe ich da nochmal gelesen? Wir spielten da nochmal. War das Tim Matausch? Ich glaube, Tim Matausch hat eine Eindrufe in der Vergangenheit. Ich wünsche ihm hoffentlich da viel Glück. Und dass er nicht in irgendeiner Runde, wenn es gegen Eindhoven geht, gegen Eindhoven trifft. Monaco und Trabzonspor spielen hier eher um Platz 1 und 2 mit. Trabzonspor hat jetzt zuletzt gegen PSG 1-1 gespielt. Trabzonspor steht etwas weiter oben in der Liga. Ich traue denen in der Saison auch einiges zu. Wobei ich eher glaube, dass Monaco dann Platz 1 belegt, so wie letzte Saison in der Europa League. Als Trabzonspor, Ferencváros oder Roter Stern Belgrad. Meine Lieben, das ist meine Europa League-Prognose. Schreibt in die Kommentare zu den jeweiligen Gruppen, was glaubt ihr? Wer wird Erster, Zweiter, Dritter, Vierter? Ich kann schon mal sagen, morgen oder übermorgen, ich weiß es noch nicht, wie ich es mit den Uploads mache, kommt für euch die Conference League-Prognose. Von daher, freut euch drauf. Freut euch drauf und dann, ihr wisst, was zu tun ist. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Wir sehen uns dann wieder und bis dann bleibt mir nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ah ja, und natürlich, liebe Grüße nochmal an Union und Freiburg, dass ihr in der Europa League spielt und ich wünsche euch viel Erfolg und Glück nächste Woche dann für die ersten Spiele. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und mir nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde, bis zum nächsten Mal, haut rein. Und tschüss.